Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft, Freunde. Elina hat angekündigt, dass sie mit mir etwas sehr Wichtiges besprechen will. Ich bin also sehr gespannt. Lasst wie immer eine positive Bewertung da und ein Abo, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und wir warten jetzt mal, bis Elina kommt und dann gucken wir mal, was die uns zu erzählen hat. Hallo! Benjamin! Hallo, Nachbar! Ich ahne Hallo. Böses. Hallo! Eindringling, noch ein Eindringling, noch ein Eindringling. Wir haben Hühnchen zu Eindringling. Guten Tag, guten Tag. Willkommen zu drei, Elina, weiß ich nicht. Willkommen zu drei. Den habe ich von Easy, den Witz. Ja. Wir wollen mit dir was besprechen, Ben. Braucht man dazu volle Netherite-Rüstung? Nee, nee. Ich habe nur Ich habe sogar schon meinen Helm abgenommen. Ich lasse nur meinen Helm auf, aber das ist eine Style-Frage auch. Barfuß ist schön. Also, Easy hat den schönsten Rucksack, Ben hat den schönsten Helm und Kopf Und ich hab einen hässlichen Skin. Junge Elina. Nee, wir können das aber natürlich. Gemüsesuppen für alle. Oha, danke schön. Nicht hier unter aller Mensch machen, ne? Ja, da hinten läuft schon jemand. Ich sehe das schon. Aha. Wir müssen noch nach Kakerlaken hier Ausschau halten. Also. Ja. Ich finde, es ist auch mittlerweile Zeit, dich einzuweihen. Alter, guck mal, da hinten diese Bäume. Seit wann gibt es denn diese Riesenbäume da hinten? Ja, wie ich platziere mit Gambo zusammen. Krank. Sehr ja. Schön. Ist unser neuer Wald. Fabian, hier gibt es nichts zu sehen. Okay. Der klatscht uns gleich alle weg mit seinem Full Netherite. Lass mal alle zu Elina bitte kurz. Ja, ja. Außer Fabi. Komm mal mit. Außer Fabi. Wer ist er denn? Oh mein Gott. Alter. Ist das süß. Das ist Mr. Mariachi. Über eine kleine Spende für seine Mucke, klar. Ja, oha, da sind ja richtig geile Sachen drin. Ja, ich habe nur Redstone. Hier kriegst du Redstone. Das war keine Schokolade. Ebru, du gönnst aber heute. Komm rein. Okay, auch wenn es nicht meine Bude ist, komm rein. Perfekt. Danke, dass du uns einlädst. Und deine Möbel. Oh, wieder schön aufgeräumt, nachdem Mr. X das hier geprankt hat. Ja. Ja, den Geheimgang kenne ich schon. Den kennst du, aber den kenn ich. Der offiziell. Ich weiß auch, dass ihr eure 20 Reparaturbücher da weggeschafft habt. Ja, ihr habt weggepackt. Da ist eine Doppelkiste voll. Easy, warum ziehst du deine Rüstung an? Ich guck grad, welches Rüstungsteil am schönsten aussieht. Na, weiß ich nicht. Ich hab 55 Level, ne? Ja, ich hab 28, sei nicht besorgt. Okay. Das ist echt 55 Level? Ja. Ich hab 53. Ja, für die Sache, die wir besprochen haben. Die Sache, die ihr besprochen habt? Ist geheim. Boah, alles ist hier geheim. Ich dachte, wir sind Minecraft-Freunde. Ja. So. Ben, wir zeigen dir jetzt etwas, was wir noch niemandem gezeigt haben. Ja. Okay, wir haben einen geheimen Besprechungsraum gemacht. Wow. Ja. Nee, den kenne ich noch nicht. Warte. Steigen Sie ein. Wow. Ist das... Ey! Nein. Was ist das denn? Ja, es hat perfekt geklappt. Mit eurer Verwandlung, Hexenschwester. Oh mein Gott. Setzt euch. Willkommen. Junge. Was ist das denn? Aua. Oh, eine Kartoffel. Nice. Willkommen in unserem Gefängnis. Ich will nicht mit euch reden. Geheimgefängnis. Ich kann ja nicht mal schlafen. Wenn ich morgens aufwache, stoße ich mir den Kopf am Stacheldraht. Hier gibt's keinen Schlaf. Das war Ebrus Idee. Mann, ey. Also, Ben, wir haben einige Fragen. Ey, ohne Witz, ich schwitze richtig heftig, weil ich so nervös war. Ich bin auch wohl nervös. Ohne Witz, Ebrus. Ich habe mich schon gewundert, warum Elina zu dumm war, diesen Gang zu laufen. Ich dachte, so, geh mal aus dem Weg jetzt hier. Oh Gott, ey. Also, Benson, oder soll ich eher sagen Mr. X? Mr. X, habe ich noch nie was von gehört. Wir haben einige Fragen. Also, wir hatten ja gewisse Forderungen Ihnen gegenüber. Also zum Beispiel ein Schnabeltier in einem Eimer. Sie konnten diese Schuld leider noch nicht begleichen. Richtig. Ey! Ja, ich habe mich verklickt. Ich hab mich wirklich verklickt. Ich wollte den Chat öffnen. Ich brüge mal weg, ich will mich auch verklicken. Hey, Junge, Vergiftung doch nicht. Ja, dann stirbst du aus der Hand. Beeinflussen. Was
Was haben Sie dazu zu sagen, dass Sie mir das Schnabeltier noch nicht liefern konnten? Ey! Ey, was ist das hier? Keine Wasserrohrbrüche hier, oder? Also ich habe das Schnabeltier stundenlang gesucht, aber die sind halt sehr, sehr, sehr selten. Abgelehnt. Abgelehnt. Ausreden. Warum denn ab? Habt ihr schon mal eins gesehen? Nö, wir haben auch niemandem ein Schnabeltier versprochen. Siehste. Du schon. Ja, okay, kann ich nicht. Also kann ich nicht mit dienen. Nee, hab ich nicht. Ja, was machen wir jetzt? Wie lange hast du eigentlich noch Vergiftung, Ben? Jetzt ist weg. Ach, ich würde sagen, ihr lasst mich frei und wir tun alle so, als wäre nichts gewesen. Nee. Was würde ich jetzt sagen, wenn ich aber 20 TNT im Inventar habe, weil ich schon geahnt habe, dass es sowas ist? Ja, dann mach. Wir haben hier Obsidian. Vielleicht haben wir ja hier noch einen neuen Knopf und hier explodiert gleich alles. Und du fällst in Void? Ich habe kein Schild. In Void? Oh, Void wäre schon dreckig. Wir können ja Hexen. Ja, leider habe ich kein TNT mit. Ich mache jetzt hier eine dicke Redstone-Schaltung. Oha. Das explodiert jetzt alles. Wieso brauchst du denn Redstone-Schaltung? Weil ich das ganze Ding jetzt hier sprenge. Wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, dann explodiert alles. Hat Spaß. Tanz für uns, Ben. Tanz für uns. Ja. Tanz richtig. Ja, okay. Ich gebe alles. Weiß ich nicht. Das war nicht gut. Oh, hey! Elina! Entschuldigung, das war ein bisschen hoppla, ist mir. Der Tag ist mir aus der Hand gefallen. Wurde da gerade die Pfanne gezückt? Hä? Ich stand hier in der Ecke. Ich stand die ganze Zeit in der Ecke. Hallo? Kommen Sie mal näher hier. Nee, was hast du? Nee, du hast diese eklige Waffe in der Hand. Nee, nee, nee. Ja, peitsch ihn aus! Oha. Was macht... Ah, da ist ja Lava! Du Heilige! Oh, oh. Ja. Wir haben ein Problem. Ja. Oh, oh. Verdammt, ich dachte, ich kann mich hier einfach rausgraben. So einfach ist das nicht. Ich dachte, ich kann mich hier easy rausgraben. Und wie komme ich jetzt hier wieder frei? Was erwartet ihr jetzt? Gar nicht mehr. Gar nicht? Für immer bist du jetzt gefangen. Fabian! Bist du uns das Schnabeltier? Der hört dich hier nicht. Du bist viel zu tief. Ich kann euch ja das Schnabeltier nicht bringen, wenn ich hier eingesperrt bin, ne? Fairerweise. Wie willst du es denn gut machen? Ja, weil ich habe eine Idee. Man kann ja nicht mal die Lava nehmen. Was ist denn das, ey? Ja. Mann, ey. Das ist ja, er wurde ja an alles gedacht. Ja. Ja, ich würde sagen, was habt ihr euch denn so vorgestellt? So weit ging die Vorbereitung nicht. Was wollen wir? Lina ist dein Schnabeltier, du musst schon Ansage machen. Ach so. Warte, ich verhandle das, Moment. Was haben Sie denn zu bieten? Boah, ich habe wirklich gar nichts zu bieten, also. Du hast gar nichts zu bieten? Ich habe gar nichts zu bieten. Netherite Brustplatte. Netherite Brustplatte? Ne, nicht die Pfanne. Die Pfanne. Nicht die Pfanne. Als Pfanne. Nicht die dicke. Wenn du das Schnabeltier lieferst. Die dicke Bertha. Ja, als Pfand. Die dicke Bertha. In den falschen Händen? Weiß ich nicht. Okay, aber wie lange habe ich denn Zeit dann? Sieht man gar nicht. Ja, also, du hast so lange Zeit, ne, wie du halt deine Pfanne zurück möchtest. Ja, genau. Das ist Fahrer. Die dicke Bertha, das Original. Ben, ich will ganz vorsichtig bei deiner Überlegung sein, denn wenn ich diesen Hebel hier drücke, dann geht das Ganze hier in die Luft. Welchen Hebel? Na, den da. Den drück ich nicht, bitte nicht. Drück mal, ich will sehen. Nein, drück das nicht. Drück das nicht. Nein, drück das nicht. Ah, Ben, bitte mach einfach. Sag einfach, dass du die Pfanne. Ich will okay, nicht ich gebe euch die Pfanne, aber es muss gedrückt werden. Okay. Okay. Moment, muss ich. Wann machen wir die Übergabe? Okay, ich vertraue euch. Ihr seht so vertrauensvoll aus. Wirf hier rüber. Die Warze größer als die Nase, aber ist okay. Da. Oha. Tschüss, dicke Bertha. Ich pack sie in die Ender-Chest. Die ist da drin jetzt. Okay, super. In Ebros Ender-Chest. Drücken! Drücken! Okay. Oh. Mann, aber ich hab noch die dünne Bertha. Die dünne Bertha. Mein Schwert. Darf ich jetzt raus? Ja. Boom! Oh, so dämlich! Nein! Ihr könnt mich mal! Verdammt, ich bin auf Cooldown, ich kann nicht nochmal explodieren.
Ich habe 55 Level, bitte Frieden. Ich wollte nur, hab mich verdrückt. Ja. Arme Elina. Ey, hast du nicht mal einen Warden gekillt? Oh. Der ist zu groß für diesen Raum! Hier, schnell! Warte. Wo ist er? Nein! Ich weiß nicht, wo er hin ist. Er ist bestimmt eine Kakerlake oder so geworden. Ebro, geh weg hier, ich mach meine Attacke. Geh weg hier. Tschüssi! Hier! Ah! Oh, ihr Luschen! Die hat mich gar nicht wieder getroffen. Ich weiß ja nicht, wo die hingeschossen hat, aber... Tschüssi! Ich hab halt kein Schild. Ich kann jetzt nicht noch einen überraschen und kämpfen. Ja, ich könnte jetzt natürlich an der Ecke campen und dann gucken, ne? Aber ich hab halt kein Schild. Ohne Schild zu kämpfen ist Insta verloren. Brauche ich gar nicht, gehe ich auch gar nicht ein. Ich mache jetzt hier anders den Versteckheimer. Also den habe ich auch ein bisschen Angst um meine Level. Aber die dicke Bertha, okay. Wir brauchen unbedingt so ein Schnabeltier, oder? Ich kann ihn ja die dicke Bertha nicht mal klauen. Die ist in der Ender-Chest. Wo komme ich denn jetzt raus? Ah, hier, bei Iro, okay. Zack. So. Okay. Let's go. Wie komme ich hier raus? Das ist ein Labyrinth. Ich war ja noch nie unten. Die breedet sich hier, die Villager. Oh. Hier geht's, glaube ich, gar nicht nach oben. Hier muss es doch irgendwo nach oben gehen, sagen sie mal. Dann wahrscheinlich hier, oder? Ah, hier. Hammer. Ja gut, in meinem Haus verstecken macht ja jetzt wenig Sinn, oder? Verdammt. Wo gehe ich denn jetzt hin? Okay. Warte, ich mach mich mal zu. Vielleicht eine Kegel Lake oder so. Ah. Wie ist denn jetzt der Plan, Leute? Ich bin auch etwas überfordert. Was machen wir jetzt? Habe ich ganze Rüstung an? Ja, so. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal einen taktischen Rückziehheimer. Machen jetzt erstmal einen kleinen Versteckheimer, ey. Was ist das denn für ein Loch? Vielleicht können wir ja die noch ein bisschen belauschen, ne? Die werden ja jetzt bestimmt auf der Suche nach mir sein. Sollten halt nur jetzt nicht die Biene sehen. Die Biene. Wo sind die, ey? Vielleicht crafte ich mir ein Schild auch für PvP. Ich hab doch Eisen. Lass mal ganz kurz in mein Haus. Die werden ja jetzt nicht instant in mein Haus sprinten. Oder die werden jetzt erstmal die Diener ihren Stuff wiedergeben. Und dann chillen, okay. Was ist hier drin? Ah, rote Beete. Praktisch. So, wir machen mal ganz kurz... ich hab Holz. Wir machen mal ganz kurz ein Schild. Hier PvPen können. So, sieht man das? Nee, okay, weiter geht's. Das mit den Creeper waren anders gut, die Idee, die ist mir... Ich hab die ganze Zeit überlegt, was kann ich machen? Dann ist mir die Idee gekommen, Creeper mal auf. Ich hab extra vorher noch meine... Ja. Wo hast du die her? Oder was hast... Hast du ihr ein Sombrero gegeben? Nee, ich hab ihr die Rassel gegeben, die sie in der Hand hat. Wie heißt die? Rasseln einfach? Maraka, glaube ich, heißt sie. Oder? Okay, die haben abgeschlossen. Okay, ich zieh durch. Das ist mir zu risky. Die dürfen mich hier auf keinen Fall sehen. Okay, wir müssen jetzt also das Schnabeltier besorgen. Ich sage euch aber ehrlich, Leute, das ist keine Option. Weil ich habe schon intensivst nach diesem Schnabeltier gesucht. Und man kann das nicht finden. Also das ist, die sind so krank selten. Ich weiß nicht mehr, ob es das überhaupt hier auf dem Server gibt. Das könnte auch verbuggt sein. Das gibt es gar nicht. Deswegen müssen wir uns Fabi schnappen und natürlich unseren neuen Anwärter. Aber es macht dieser ganze Fake-Ausbruch ja auch... Na doch, es macht schon noch Sinn, damit wir die Tarnung von Gambo aufrechterhalten, ne? Okay, wie ist der Plan? Ich muss definitiv auch meine Rüstung verbessern. Das ist keine Rüstung für den Krieg. Ich habe auf meinen Schuhen gerade mal Schutz 1. Das ist alles quatschig. Wir sagen das Logo da. Nee, wir suchen erstmal Schutz bei Logos Haus. Und überlegen unseren Plan. Wir brauchen definitiv Fabi mit an Bord, Gambo mit an Bord. Ich muss irgendwie schaffen, die zu kontaktieren. Was hat denn der nicht alles in seinem Haus? Also, sieht genauso aus wie vorher. Erinnerung, der schuldet mir noch meinen Skelett-Spawner. Das ist ja ein geiler Zufall. Ich gehe hier rein und sehe einfach einen Spinnen-Spawner. Das ist ja dieser andere Jackpot. Tja, Logo, jetzt sind wir wo quitt, ne? Spawner für Spawner, mein Guter. Da mache ich dir auch ein Rätsel, wie du den finden kannst, ne? Aber das Rätsel wirst du nicht lösen können. So ein Ding wird das nämlich sein. Endlich. Man muss nur Ausdauer haben. Ist ein Marathon, ne? Rache ist ein Marathon. Und jetzt sind wir full da, Alter. Wir haben den Spawner. Geil. Die Frage ist, wo verstecken wir den jetzt erstmal? Ich muss erstmal richtig weit weglaufen. Und das darf man auch nicht im Video sehen, Alter. Sonst verraten nämlich ein paar...
paar miese Peter das wieder. Das heißt, ich werde jetzt gleich. Also ich würde sagen, wir machen einen Schuss für heute. Das ist eine heftige Folge gewesen. Ich muss jetzt erstmal noch mal ein bisschen Plan schmieden. Ich werde den auf jeden Fall verstecken und dann aber nicht zeigen, wo der ist. Versteht ihr? Also ich mache jetzt Abmord, aber lauf da noch weg. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal natürlich kostenlos. Würde ich mich auch sehr freuen. Und dann hören wir uns morgen, Leute. Klickt auf das Video für die offizielle Bangs-Freunde-Playlist. Bis morgen, euer Benson. Ciao.